Hallo, willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es einen Beauty Haul und wir machen uns gleich zusammen fertig mit den Produkten, die ich bestellt habe. Ich durfte mir bei Lookfantastic ganz viele tolle Sachen aussuchen. Make-up, Parfum und so weiter. Und das testen wir jetzt aus. Wollen wir erstmal mit dem Haul-Teil starten? Ich würde sagen, ja. Als erstes habe ich natürlich Parfum bestellt. Und mir hatten einige geschrieben, dass sie gerne meine Meinung wissen würden zu den Replika-Düften von Margiela. Und ich dachte, das ist doch ein tolles Ding, dass es hier so ein Discovery-Set gibt mit super vielen Düften drin. Sieht doch total hübsch aus. Und so habe ich die Möglichkeit, in klein erstmal alles zu testen und zu schauen, wie ich die Sachen so finde, ob da was dabei ist. Ich habe ja schon einige in meiner Sammlung und hier sind aber noch viel, viel mehr drin. Ich würde sagen, da testen wir uns am Ende mal ein bisschen durch. Und dann auch von euch empfohlen, dieser Duft, das ist Black Opium von Yves Saint Laurent. Das ist aber die Extreme-Variante. Es wissen ja einige von euch oder wahrscheinlich sehr viele, dass ich Parfum liebe und dass ich Kaffee liebe. Und dieses Parfum hier soll eine sehr prominente Kaffeenote haben. Und deswegen, okay, man riecht noch nicht so viel, bin ich jetzt super gespannt, den mit euch auszuprobieren. Und übrigens, wie süß ist bitte diese kleine Größe? Das ist für mich so viel praktischer als immer diese Riesendüfte. Gerade bei den Nischenparfums gibt es oft immer nur eine Größe, aus bestimmten Gründen, aber für mich ist das halt oft viel zu groß. Machen wir weiter mit den Make-up-Produkten, die ich bestellt habe. Ich bin so aufgeregt. Also erstmal ein Kultklassiker, den ich aber noch nie getestet habe. Das ist die Naked 2 Palette von Urban Decay aus der Basics-Reihe. Ich habe früher einfach nicht kühle Töne getragen auf meinen Augen. Aber momentan habe ich da total Lust drauf, aber ich brauche nicht so eine riesige Palette. Und dann habe ich die hier gesehen und fand die so perfekt. Schaut mal, so sehen die Farben aus. Alles matt. Ich kann die im Alltag super benutzen. Ich habe hier aber auch so einen Ton für Lidstrich oder wenn ich das irgendwie ein bisschen mehr smoky machen möchte, das ist ein richtig guter Spiegel mit drin und sie ist eben klein und flach, super für unterwegs. Dann auch für die Augen The Falsies Surreal von Maybelline. Der ist neu und ich fand das Bürstchen sah eigentlich ganz vielversprechend aus. Ich mag ja, wenn Mascara so sehr voluminöse, dramatische Wimpern zaubert. Und dann, oh ja, da freue ich mich sehr drauf. Das ist eine Foundation von Giorgio Armani, nennt sich Power Fabric Plus Ultra Longwear Weightless Matte Foundation. Auch so ein Ding. Hätte mir das früher jemand gesagt, dass ich solche Produkte bestelle, das hätte ich nicht geglaubt. Aber so verändern sich irgendwie ja, die Präferenzen. Hat auf jeden Fall einen Lichtschutzfaktor von 20. Ich habe die Farbe 6 bestellt. Die gleiche Farbe habe ich auch bei der Luminous Silk Foundation. Und das Ding ist, jetzt für die Kamera finde ich matte Foundations viel besser. Aber meine Haut ist auch wesentlich öliger, beziehungsweise einfach nicht mehr ganz so trocken. Und deswegen benutze ich diese super glowy, dewy Finishes bei Foundations nicht mehr so viel und bevorzuge tatsächlich, wenn es so, ich sag mal, satiniert ist. Nicht super matt, aber so satiniert. Und diese Foundation soll genau das sein. Deswegen bin ich sehr gespannt. Und die Farbe, ich glaube, die ist genau wie bei der anderen. Die passen einfach so viel besser als bei so vielen anderen Marken. Die ist richtig schön olivstichig. Dann wollte ich ein Bronzer haben und dann habe ich aber dieses Duo entdeckt und dachte, das war doch irgendwann auch mal total gehypt, oder? Von Stila Putty Blush Bronzer Duo. Das ist die Farbe Bronzed und Lilium. Und das Ganze sieht so aus. Ist auch so klein und flach, bisschen wie die Palette. Super für unterwegs. Und das Ganze sieht so aus. Ist so ein bisschen gebacken, wenn ihr das sehen könnt. Und ich fand diese pinke Farbe hier total schön. Ich mag ja momentan auch so ein Ding. Kühle Pinktöne total. Und dann haben wir noch diese drei Produkte. Okay, fangen wir an. Concealer. Das ist so ein Ding, es ist irgendwie schwer, was zu finden, was so richtig gut passt.
und auch für meinen Hauttyp geeignet ist und so weiter. Auf jeden Fall ist der hier gerade so gehypt. Das ist der Natasha Denona High Glam Concealer. Brightening and Hydrating Crease Proof Serum Concealer. Wow. Alles schreit nach mir. Das ist die Farbe YP5. Die haben eine super tolle Farbauswahl und auch sehr extrem, was so diese Farbuntertöne angeht. Also YP steht für Yellow Peach und 5 ist dann halt die Stärke, wollte ich gerade sagen, die Pigmentierung. Genau, das sieht jetzt ziemlich hell aus tatsächlich. Ich hatte Angst, dass der zu dunkel wird tatsächlich, aber gucken wir mal. Und dann habe ich noch für die Lippen, auch von Natasha Denona, I Need a Nude Lip Crayon in der Farbe Cleo. Und ich fand, das sah gut aus und ich glaube, das ist so einer, den man nicht anspitzen muss, oder? Ich weiß gerade gar nicht genau. Auf jeden Fall sieht der so aus und die Farbe, oh ja, ist so ein Rosenholzton, sehr geschmeidig, so mit einem schönen mittelbraunen Ton gemischt. Genau das, was ich im Alltag benutze. Und dann habe ich mich so hierauf gefreut, Bobbi Brown Crushed Oil Infused Gloss in der Farbe New Romantic. Und der sieht so aus und die Farbe ist jetzt etwas, was ich sonst nicht als erstes wählen würde. So ein moviger, eher kühler Rosaton. Aber weil das ja so ein Oil Gloss ist, habe ich gedacht, der ist bestimmt nicht super pigmentiert und dann ist das nur so eine Leichtigkeit, so eine gewisse Transparenz, die dann noch auf den Lippen bleibt. Deswegen wollte ich das gerne mal ausprobieren. So, alle. Jetzt probieren wir die Sachen mal aus. Wir beginnen mit der Foundation. Ich weiß gerade gar nicht, ob man die schütteln muss. Die andere musste man auf jeden Fall schütteln. Und dann trage ich mir das erstmal so mit den Händen auf. Ich benutze jetzt einfach einen Schwamm, weil ich momentan wieder so auf dem Beauty-Schwamm-Trip bin. Aber ihr könnt es natürlich auch mit einem Pinsel auftragen. Ist dann noch mal eine höhere Deckkraft. Foundation ist aufgetragen und wie ihr sehen könnt, das ist eine ganz leichte Deckkraft. Also ich denke, man kann das sehr gut aufbauen und schichten, wenn man das möchte. Ich mache das ja in den meisten Fällen nicht und ich gebe die Foundation auch schon lange nicht mehr hier auf, weil ich halt möchte, dass man meine Sommersprossen noch sieht und ich gebe dann immer nur so den Rest, der noch auf dem Schwamm oder dem Pinsel ist, drüber, dass das so ein bisschen gleichmäßig von der Farbe ist, aber nicht wirklich abgedeckt wird. Aber ihr seht trotzdem, ne, irgendwie auch noch die Haut und so weiter durch. Aber was ihr auch seht, ist, dass es kein super mattes Finish ist, sondern es ist, wie ich meinte, so ein eher satiniertes Finish, was ich persönlich sehr, sehr gut finde. Weiter geht's mit dem Concealer. Da bin ich jetzt sehr, sehr gespannt, weil ja, ich bin nicht mehr 18 und dementsprechend, oh, der ist sehr stark pigmentiert, ist es schon so, dass die meisten Concealer mittlerweile in die Fältchen rutschen oder dann einfach zu trocken sind oder aussehen und das ist halt echt so ein Struggle. Deswegen, oder sie decken gar nicht, das gibt's auch. Deswegen bin ich hier echt gespannt. Ich gebe mir das jetzt so ein bisschen großzügiger auf, weil die Farbe, wie gesagt, so ein bisschen heller ist, dass das dann nicht so nur an einer Stelle bei den Augen heller erscheint. Aber die Farbe an sich finde ich, glaube ich, ganz gut, zumindest für unter den Augen, weil das eben diese Augenschatten neutralisiert. Lässt sich aber sehr, sehr gut verblenden, auch mit der Foundation. Ja, also das sieht super hautähnlich aus. Und man sieht auf jeden Fall auch sofort, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, die Foundation hat, wie gesagt, eher dieses satinierte Finish und der Concealer ist so dewy und hat eben nicht so diesen matten Charakter, was ich gerade auch für den Alltag als Finish ganz schön finde. So sieht der Concealer jetzt aufgetragen aus. Also, was ich an dem cool finde, ist, dass der Deckkraft hat, aber trotzdem super feuchtigkeitsspendend ist und dieses Dewy Finish hat, weil meistens ist es eher matter Concealer, starke Deckkraft, Dewy Concealer,
kaum bis keine Deckkraft. Und hier hat man quasi beides miteinander kombiniert. Ich bin gespannt, wie der so den ganzen Tag hält. So, ich habe jetzt einmal kurz mein Gesicht abgepudert mit losem Puder. Das mache ich immer. Und jetzt geht es weiter mit dem Bronzer und dem Blush von Stila. Und da bin ich sehr gespannt, weil die Farbe sieht schon sehr, sehr warm aus. Und in letzter Zeit habe ich immer eher so kühle, fast Konturenfarben benutzt. Aber mir war jetzt einfach mal so noch was Wärmeren, dass das Gesicht... Ich weiß nicht, ich bin diesen Sommer nicht so braun geworden. Zumindest nicht im Gesicht. Das ist bei mir immer super blass im Gegensatz zu meinem Körper. Und deswegen wollte ich sowas, was das Gesicht so richtig aufwärmt. Und das macht es auch. Finde ich schön, die Farbe. Auf jeden Fall ist es super geschmeidig so von der Konsistenz. Ja, fast cremeartig, würde ich sagen. Wie es sich anfühlt oder wie es sich auch verteilen lässt, aber mit den Vorteilen eines Puderproduktes. Und dann haben wir hier noch das Blush, auf das bin ich jetzt echt sehr gespannt. Ich hoffe, ich benutze nicht zu viel. Nee, okay. Das mag ich nämlich bei Blushes gar nicht so gerne, wenn die so extrem pigmentiert sind, dass man einmal reingeht und dann ist irgendwie alles voll mit Blush, aber das hier lässt sich auf jeden Fall gut aufbauen. Und was ich bei beiden Produkten schön finde, ist, dass sie so einen gewissen Sheen haben. Seht ihr das? Das heißt, ich habe zwar diese eher matte Grundierung, aber ich kann mir dann so ein bisschen Dimension wieder durch Bronzer und Rouge zurückholen. Und wisst ihr was? Ich benutze jetzt gleich mal den Bronzer, um hier so ein bisschen meine Basis zu setzen an den Augen. Das mache ich ja meistens, entweder nur Bronzer oder ich setze ihn als Basiston ein, dass das so alles aussieht, als würde es zusammengehören. Und ich gebe das auch schon richtig so bis zum Nasenrücken hin auf. Ich habe jetzt off Kamera einmal kurz meine Augenbrauen gemacht und habe mich jetzt dafür entschieden, mal wieder ganz verrückt zu sein und jetzt erst mal mit den Lippen weiterzumachen, weil meine Lippen einfach so trocken sind und ich will diesen Gloss unbedingt ausprobieren. Wir beginnen mit diesem wunderschönen Lip Liner. Okay, der ist super cremig. Und die Farbe mag ich auch. Passt zu allem. Also ich weiß nicht, ob ich schon mal so schnell Lip Liner aufgetragen habe wie heute. Das ist so easy mit diesem Lip Liner. Okay, ich glaube, ich muss mir da ein paar andere Farben auch anschauen von diesem Lip Cream Long Lasting Easy Glide Lip Pencil. Okay, und jetzt schnell meine Lippen retten mit dem Crushed Oil Infused Gloss. Ich habe die Farbe New Romantic. Oh ja. Die riechen voll gut. Oh, das mag ich sehr gerne. Ist so eine leichte Farbe, aber dadurch, dass es nicht so extrem deckend ist, ist es auch nicht so krass movig, sondern es gibt so ein Müh von der Farbe ab. Das finde ich richtig, richtig schön. Und es fühlt sich richtig gut an und es klebt nicht und es fühlt sich gepflegt an. Das habe ich mir gewünscht. Und jetzt noch zu den Augen. Ich benutze als erstes die Farbe Stark auf dem gesamten Lid als so eine Art Basis, weil ich muss immer erstmal gucken. Die Farbe sieht zwar super hell aus, aber ich finde, auf den Augen ist es teilweise ganz anders, als es so im Pfännchen aussieht, weil ja auch jedes Lid eine andere Farbe hat. Mhm. Und dann trage ich jetzt einfach Frisk. Oder Cover. Oder ich trage beides auf. Warum nicht? Ich trage erstmal hier die Farbe Frisk auf und wir gucken es uns mal an. Also das ist auf jeden Fall sehr gräulich, sehr kühl. Aber ich mag das gerade zum Herbst hin. Mag ich das richtig gerne gerade. Und ich trage jetzt einfach die Farbe Cover noch drüber auf und dann verblenden wir das gleich. Mal schauen, wie die sich verblenden lassen. Ich gucke mal in den richtigen Spiegel. Also dafür, dass die Farben matt sind, lassen die sich wirklich
sehr gut verblenden und sind auch nicht so fleckig. Ich gucke immer gerne richtig nah, aber nee, es ist gar nicht fleckig. Ich glaube, ich nutze ein bisschen von den beiden Farben von eben, Frisk und Cover, gemischt auf meinem super fluffy Pinsel, um das nochmal so in der Lidfalte richtig auszublenden. Oh, das gefällt mir aber gut. Das ist so richtig Daytime Smoky Eye. Für mich schon so super dramatisch, für andere wahrscheinlich nichts Besonderes. Und dann möchte ich unten auf jeden Fall auch noch was auftragen. Und da gebe ich auch ein bisschen von dem Bronzer auf. Ist schon sehr kontrastreich, ne? Dieser warme Bronzer mit den kühlen Lidschattentönen. Aber wie gesagt, ich mag das ganz gerne, dass das alles am Ende so wie eins aussieht, wie aus einem Guss. Oh, die sind super stark pigmentiert, die Lidschatten. Ich bin positiv überrascht. Dann ziehe ich mir eine Art Lidstrich mit dem ganz hinten. Andan heißt der. Wow, der ist richtig stark pigmentiert. Krass. Jetzt ist es so richtig gray, smoky. Mag ich. So, ich habe mir jetzt noch kurz meinen Signature in braunen Lidstrich gezogen und jetzt als letztes noch Mascara. Mal gucken, ob dir das jetzt so richtig dramatisch vollendet hier den Look von Maybelline. Bei mir ist es meistens so, dass ich ein bisschen warten muss, bis ich die Mascara richtig bewerten kann, weil ich finde, die meisten brauchen immer so ein paar Tage, Wochen, wie auch immer, bis die sich ja so richtig eingepegelt haben und nicht mehr so extrem nass sind. Aber die hier ist ehrlich gesagt jetzt schon nicht so nass. Und ich kann jetzt auf jeden Fall schon sagen, dass die, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber wow, also die macht jetzt schon super voluminöse, schwarze Wimpern. Wenn ihr das haben wollt, Volumen und so ein bisschen so diesen aufgefächerten Wimpernlook. Die ist echt gut. Wow. Ich bin gespannt, was ihr sagt, ob ihr die schon mal ausprobiert habt. Weil ich finde, Mascara ist wirklich so ein Ding, wo es ganz krass ist, dass je nachdem, wie deine Wimpern aussehen, jede Mascara einfach so ein unterschiedliches Ergebnis machen kann. Und eine Mascara, die bei mir richtig gut funktioniert, ist vielleicht für die nächste Person gar nicht das Richtige und so weiter. Deswegen schreibt mir das super gerne mal, ob ihr die ausprobiert habt und wie die für euch funktioniert. Aber ich bin, also dafür, dass ich die gerade das erste Mal benutze, funktioniert die halt schon richtig gut. Das ist der fertige Look. Was meint ihr? Ich wollte einfach mal was anderes ausprobieren, aber ich bin begeistert von diesem Gloss. Ich finde diese mal sehr kühlen Augen sind einfach mal was anderes. So Leute, jetzt müssen wir aber natürlich noch die Parfums ausprobieren. Wir beginnen mit dem Black Opium Extreme. Da bin ich sehr gespannt, ob der unterschiedlich riecht zum Original. Manchmal finde ich, solche Flanker riechen komplett wie ein anderes Parfum. Und manchmal riechen sie komplett gleich und man denkt sich so, warum musst du dann das jetzt noch rausbringen? Das riecht auf jeden Fall. Man riecht auf jeden Fall den Kaffee viel stärker als im Original. Ich glaube, im Original ist auch irgendwie eine Kaffeenote oder sowas in der Art drin. Aber da sind es mir viel zu viel süße und blumige florale Noten. Und es ist auf jeden Fall ein sehr sexy, tiefer Duft, noch mehr als das Original. Und es kommt immer mehr und mehr wie so eine Karamell-Macchiato-Note oder so raus. Jetzt kein starker, schwarzer Kaffee, sondern da ist schon so was Milchiges mit drin. Und definitiv sind auch Blumen mit drin. Und dadurch ist es nicht, ich glaube halt, reine Kaffee-Parfums sind für viele sehr challenging. Ich liebe sowas ja. Und das ist jetzt halt die Variante, wo man den Kaffee schon ziemlich rausriecht. Aber es trotzdem noch dieses
einfach tragbare hat. Aber definitiv für mich eher was für nachts, also so Date-Night-mäßig oder Herbst-Winter. Also ich sitze hier gerade bei 30 Grad im Büro. Da würde ich den jetzt nicht tragen. Aber ich glaube, zum Herbst-Winter hin, da bin ich sehr gespannt, wie der performt. Und dann machen wir natürlich noch das hier auf. Da bin ich sehr gespannt. Hier ist so ein Jazz Club Lazy Sunday Morning Under the Lemon Trees by the Fireplace. Bubble Bath, Autumn Vibe, Sailing Day When the Rain Stops, Beach Walk, Springtime in a Park. Oh mein Gott, da sind echt ein paar dabei, die ich noch nie gerochen habe, auch noch nie im Laden gesehen habe. Die haben ja so viele. So sieht es aus. Und ich würde sagen, mich hat gerade total angesprochen Autumn Vibes. Den würde ich gerne mit euch testen. Let's see. Der riecht sehr würzig nach Kardamom. Ich liebe ja die Note von Kardamom. Aber der ist sehr würzig. Kardamom, Nelken. Sehr starke Gewürze. Ich glaube, der muss sich noch entwickeln, weil jetzt gerade riecht der sehr nach Gewürzen. Aber Autumn Vibes 1000%. Wenn der jetzt vielleicht noch... Oh, jetzt kommt so ein bisschen so eine Pfeffernote oder so. Wow. Die kitzelt mir fast in der Nase. Und so eine leichte, wie so eine Bleistift-Anspitzer-Holzigkeit. Ich lasse den mal sich ein bisschen entwickeln. Und ich wollte noch einen mit euch testen. Und zwar, wie hieß denn der jetzt? Der hieß When the Rain Stops. Ich finde, das klingt ja so süß. Ich liebe die Namen von denen. Okay, When the Rain Stops. Wow, okay. Der riecht super elegant und erwachsen, sehr frisch, clean, hat so was Spritziges. Und jetzt kommt so was leicht Fruchtiges durch, vielleicht auch ein paar weiße Blüten. Sehr lustig, sonst habe ich immer meine Duftnoten auch mit auf. Und jetzt rate ich hier so richtig ins Nichts rein. Okay, schauen wir mal, was hier drin ist. Grüne Noten, aquatische Noten, Jasmin, Patchouli, Moos, Kiefernadeln, wow. Er ist auf jeden Fall sehr, sehr frisch. Und dieses Spritzige erinnert mich eben an Kohlensäure, Wasser, Rain, passt schon. Es ist schön, es ist auf jeden Fall was, was ich von Margiela nie gedacht hätte, dass sie sowas produzieren, weil es eben sowas sehr Klassisches hat. Aber modern, es ist wie der neueste von Chanel, der halt so dieses klassisch Schicke hat, aber trotzdem aus diesem Jahr ist. Ich habe jetzt auch gerade mal geguckt, was in Autumn Vibes drin ist. Und ding, 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 Kardamom, Muskat, Koriander, Möhrensamen, ja. Also das riecht man total. Zedernholz ist das, was ich danach gerochen habe. Rosa Pfeffer, oh mein Gott, Wahnsinn. Das ganze Testen zahlt sich aus. Auf jeden Fall sehr holzig, würzig. Harzig, erdig, rauchig. Ich glaube, ich würde den Autumn Vibes nicht tragen, weil da fehlt mir so ein bisschen so die Süße und die Cremigkeit. Aber der When the Rain Stops, der gefällt mir echt gut. Das könnte so ein Signature sein. Weil der ist zwar frisch, aber der hat auch so dieses Saisonlose durch diese, ich weiß nicht, es riecht so ein bisschen wie Aldehyde oder so. Es hat einfach nichts Zitrisches zum Beispiel. Zitrisch ist sowas, das kann ich schwer im Herbst, Winter tragen, wenn es einfach nur frisch zitrisch riecht. Aber der ist irgendwie schön ausgerundet. Der gefällt mir richtig gut. Den muss ich jetzt nochmal an der Haut testen. Leute, das war mein Haul/Try-on/Get-Ready-With-Me. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin so happy, jetzt diese Produkte weiter austesten zu können. Ihr werdet dann sehen, ob sie in Favorites landen. Schreibt mir gerne mal, was ihr davon schon probiert habt, wie ihr sie findet. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.